Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, wie auf der Marsch. Ja, weiter geht's. Ich hatte mal ganz kurz vorhin gestartet und dann ist leider einen verkehrten Spurlos gefahren. Und jetzt erster Wegpunkt. Lass ich mal fahren, ne? So, hoffen wir, da kommt eine Kurve gut rum. Und dann gleich den zweiten hinterher. Erster Wegpunkt, ja, und auf geht's. Muss nur gucken, wie in der Abstand noch mal kurz reingucken, ob da was zu stellen ist. Dass er ungefähr so auf 200 Meter Abstand behält. Zeige alle Kurse, aktiviert. 100%. Muss woanders stehen, ne? Das sind die hier. El Blindo. So, 200 Meter ungefähr. Was ist 200 Meter genau? Machen wir hier. Eingeben. So. Aber richtiger Takt dafür, richtige Geschwindigkeit. Ja. Und vor allen Dingen die Leistung, ne? So. 200. Na, 2000 ist gut. Damit sie nicht in der Quere kommen. So, nächsten Fahrzeug. Problem lösen. Das ist die erste Runde, dann machen die mal Schwierigkeiten. Bei scharf, ne? Bei scharfen Kurven. Wegen dem Deich. Ja, Pflegereifung wäre nicht ganz ideal, ne? Aber gut, das ist mal egal. So. Mal schauen, wie er hier vorne klarkommt. Der Kurve. Der Traktor ein bisschen laut, ne? Hier will ich ja Raps, wenn es noch geht. Mal gucken mal gleich rein. Aussaat Raps würde jetzt noch gehen im Monat. Also müssen wir beeilen. Weizen und Gerste wird noch ein bisschen länger gehen. Mal schauen, wie das die Beine das packen, ne? Ich habe hier rund eingestellt, das passt aber auch. Ich sag mal, wenn die Ecken mal nicht gemacht sind, ja, was soll's, ne? Mit dem werden wir sicherlich klarkommen. Gut, das läuft. Da müssen wir auch wegfahren, oder noch? Ich lasse doch noch Z drin, egal. Wolf, ne? Fährt ja alleine. Das ist was Gutes. Mit Auto Drive und mit Crossplay. Ohne dem wäre es hier gar nicht machbar. Also nur mit Helfer wäre ein bisschen schwierig. Alles zu machen. Vor allem, wenn man alleine ist. So, kein Kurs, das ist kein Problem, das machen wir fertig. Ein Kurs, Lagerwende. Wollen wir mal was gucken, mal was zeigen.
die Rohre da oben, die strahle ich ab, bevor sie geschweißt werden, verschweißt werden. Und immer diese vielen kleinen Rohre da. Gibt da verschiedene Längen, verschiedene Größen. Und das machen wir halt ein paar Mal im ungefähr 800 Stück im Monat. Und sagen, das ist Zunder drauf und der muss runter, weil sonst die Schweißnaht nicht sauber ist und deswegen mache ich das halt, ne? Einer meiner Teile, die ich mache, also von vielen anderen Teilen. Ja, das klappt jetzt nicht. Ja, schön hopfen, aber das ist mein Fehler gewesen. Schnell vorspulen und dann nachher war, war zu spät. Das ist ein richtiges Flügen, das andere ist auch kein Flügen. Nächsten Traktor. Überlegen, vom den hier. Hof zurückfahren und dann nachher nehmen und die Sämaschine vorbereiten. Das Feld, was jetzt gemulcht wird, da kann Weizen rein. Mal sehen, ist ja mit Personalfarming ist er jetzt auch neuerdings mit Sehstärke, mit verschiedenen Anteilen an Körnern pro Quadratmeter. Auf Pflanze, kann man sagen. Bei guten Böden wird ja entsprechend kommt ja mehr in die Erde rein. Ja, schon wieder Freitag, ne? Da habe ich Spätschicht, alles. Da werde ich abends aufnehmen. Bin ja gespannt, ob ich da wieder eine mache oder zu zweit. Ich krieg auch alleine hin, das ist kein Problem. Aber das Spiel ist ausgelegt für mehr Spieler, wenn er jetzt 18 Jahre alt ist und gern mitmachen möchte, über den Discord melden, also oder über einen Kommentar mal reinschreiben, dann melde ich mich dann ansprechen. Wenn er einen Discord hat, wenn er mir eine Einladung schickt, also das ist, da bin ich flexibel. Aber jetzt vom Urlaub wird es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten absprechen kann man eh schon, ne? Jede Marsch kann er bis zu 6 Spieler mitmachen. Ohne extra Kosten, für egal für wen. Ich meine, ich muss es allein bezahlen, also. Ist nicht so, dass ich das gestellt bekomme, ne? Das wäre, naja, da. Bin ich noch weit weg. Das wird einer sponsert so ungefähr, ne? Und wüsste auch gar nicht, wie das in der Steuer verrechnen sollte. Das ist ja das nächste. Damit mulch oder muss ich vorher noch gruppen? Nach dem Flügen. Ich glaube, der macht nicht ohne, ne? Also vorher Gruppe.
müsste ja auch bald mehr Silage rauskommen, wenn Gras und Hexenkultur drin ist. Die nächsten kleinen Feld oder Wiesen werden auch wieder zu Silage verarbeitet. Und Heu haben wir jetzt dabei. Jetzt könnte ich auch lose reinfahren, das wird mir so ein. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Muss ja eh geschwattert werden, also, schnell getan. So, da ist er. Alles vorbereitet. Aus. Der und das ist da. Kann man hier einsteigen? So bestimmt nicht. Der zieht voll durch. Und bald mit drei Fahrzeugen arbeiten normalerweise. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Links. Oh, der ist schwach. Oh, ja. Muss ich ihn höher einstellen, ne? Das ist Spur, wo der andere schon vorhin gefahren ist. Warte, aber möchte ich. Mit 8 km/h ein bisschen Rückstand, ne? Ah, jetzt bin ich auch 12. Normalerweise ist Flügen so nicht üblich. Normalerweise geht der hoch, rückwärts und so, aber es geht ja hier immer schief, ne? Allrad. Gut. Also Pricey Boy. Dann fahren wir den zurück. Und den checken wir jetzt im Hof. Dann muss hier auch gemulcht werden. Ich kann er gleich übernehmen. Mal entlassen. Und Hof. Action. Geklappt hier die Ernte. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Selber. Da sind einige Ecken zu eng. Leitplanke oder Brücke, das mögen die nicht. Aber ich kann ja auch was fahren, ne? Für 20 Uhr, Wahnsinn. Das ist ja. Wie die Zeit vergeht. Hier ist auch ein Bienenhaus. Da war drinne, keine Ahnung, Raps, glaube ich, ne? Ja, da kann man Raps nicht nochmal machen. Und dann müssen wir da halt Weizen reinbringen oder Gerste. Weizen oder Gerste. Weizen fällt aus dem anderen Feld, kommt da Gerste rein. Hauptsache, ich habe das nicht vergessen.
Also Raps. Also Raps und also Ölfrucht und Getreide. Im Wechsel. Es geht auch um die Maschinen. Und Maschinen müssen es auch ernten können. Ne? Also wir haben ja für Kartoffeln haben wir keine Geräte. Für Baumwolle auch keine Geräte. Das ist alles dann zu teuer. Und auch keine Produktion brauchst du ja unbedingt, aber wie gesagt, das ist dann kostspielig. Da hätte ich auch scharf einstellen müssen, den Häcksler. Das war ein bisschen. Aber da. Egal. Lass mal so laufen, ne? Den fahren wir jetzt gleich zur Werkstatt. Aber bitte mal noch was zu ernten. Nur als grobe. Das ist fertig. Fertig. 12 ist auch fertig. 1 ist fertig. 4, 5 war Gras ist fertig. Da wollte ich zusammenlegen und später. Die 59 ist das sind Sonnenblumen. Die sind noch nicht so weit. Ne? Ah, die sind noch voll in der Blüte. Stickstoff ist schlecht. Sehr schlecht. Ja, da mulcht gerade der Bursche. Ja, mal sehen, vielleicht kriegt noch hin. Vielleicht, mal sehen. Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal schon danke, dass Sie reinschauen. Sag mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Auf dem Arsch. Ja, ganz normal wie immer, ne? Die Zeltruhe. Tschüss.